Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Wir befinden uns in der Postprandialphase, würde ich mal sagen. Hier wird ja permanent gegessen auf dieser Ausstellung hier auf der Expo Farm. Aber ich hoffe, dass wir zwei Sie in der nächsten halben Stunde ein Stück weit unterhalten können. Ja, Fortbildung soll auch Spaß machen, aber auch ein Stück weit informieren können. Und ursprünglich sollte ich diesen Vortrag alleine halten, aber dankenswerterweise hat sich Herr Dr. Schweikart-Wehner bereit erfunden, extra für diesen Vortrag hier nach München zu kommen. Er ist niedergelassener Apotheker und Anwender der Gendiagnostik in der Apotheke. Und in Vorbereitung zu diesen Vorträgen haben wir uns gedacht, dass es nicht nur wichtig ist, Theorie zu vermitteln, sondern auch ein Stück weit aus der Praxis zu erzählen. Und das kann am besten natürlich jemand, der diese Tests einsetzt, mit allen Komplikationen, so muss man das vielleicht auch sagen. Also lassen Sie sich überraschen, wir wissen selbst noch nicht ganz genau, wie dieser Vortrag läuft. Es ist schwer improvisiert. Aber die Einstiegsfrage, die ich stellen will, unser Thema lautet ja Fallbeispiele, wenn generell gut verträgliche Arzneimittel individuell bedrohlich werden. Da möchte ich Sie, Herr Schweikart-Wehner, noch mal fragen, haben Sie eine Kasuistik, haben Sie ein Beispiel aus Ihrem Leben sozusagen, wo diese neue Möglichkeit, Arzneimittel einzusetzen, tatsächlich ein Problem gelöst hat? Ja, die Beispiele haben wir schon. Zwei Beispiele kann man ja direkt erwähnen. Wir haben das eine Beispiel ist Antidepressiva, wo man es mit kardialen Nebenwirkungen zu tun hat, die vor allen Dingen auch dosisabhängig sind. Und Dosisabhängigkeit ist da das Entscheidende. Und letzten Endes wird über die Genanalytik herausgefunden, ob die Plasmaspiegel im Normalbereich sind oder ob die Plasmaspiegel steigen können. Und dadurch werden eben Nebenwirkungen induziert. Das andere Beispiel, wo wir darüber sprechen wollen heute, sind die Statine. Statine sind ja eigentlich Medikamente, die sogar als sichere Medikamente gelten, die gut verträglich sind, die sehr, sehr viel eingesetzt werden. Bei den Statinen ist es so, dass die häufigste Nebenwirkung sind die Myopathien. Sie haben einerseits, ist das unangenehm für Patienten und führt auch oft dazu, dass die Therapie nicht akzeptiert, letzten Endes abgesetzt wird. Aber die Myopathien können ja, Sie wissen das alle noch spätestens seit damals dem Bayer-Skandal, die können auch in Rhabdomyolysen übergehen und letzten Endes lebensbedrohlich sein. Das passt also gut zu dem Thema. Rhabdomyolysen enden in 20% der Fälle tödlich. Und um zu gucken, wie die Prädisposition des Patienten für diese Myopathien ist, eignen sich diese Gentests hervorragend. Haben Sie da ein Beispiel? Ich meine, haben Sie jemandem ein Problem lösen können? Ja, wir haben das Problem lösen können. Wir hatten Gott sei Dank keinen Fall von Rhabdomyolysen, die ja an sich auch sehr selten sind. Das denke ich mal, ja. Aber er hatte schon mehrere Patienten, die in den letzten zwei Wochen war eine Patientin da, die eben das Problem hatte, dass sie damals Gesamtcholesterinwerte um die 300 hatte und der Kardiologe schon Statin angesetzt hatte und dann hatte sie das ein halbes Jahr genommen und hat es abgesetzt, weil sie halt Schmerzen hatte und hat seitdem auch niemandem gesagt, dass sie das Medikament nicht nimmt und so weiter. Und als sie dann gesehen hat, dass wir da eine Analyse machen, dann hat sie mich darauf angesprochen, dann haben wir die Analyse gemacht und es tatsächlich kam dann auch heraus, dass sie da eine höhere Disposition hat bei diesem Medikament, zwar Simvastatin, da ist es ja auch sehr bekannt, bei diesem Medikament eben erhöhtes Risiko für Myopathien zu haben. Und letzten Endes ist es eine Umstellung des Medikamentes. Wir sind dann auf Fluvastatin gegangen, hat dazu geführt, dass die Patientin hat das dann vertragen und dass der Cholesterin ist auch ausreichend gesenkt. Also Fluvastatin reicht in dem Fall auch. Die Patientin akzeptiert jetzt die Therapie, der Kardiologe ist glücklich. Die Sache ist soweit gut. Ja, da sehen wir die kurz nochmal vielleicht hier erklären, wo das Problem war und wie sie es gelöst hat. Ja, vor allen Dingen, es ist ja so, dass Sie müssen, ich muss Ihnen jetzt mal mich gerade mal entschuldigen, diese Grafik, die über eine Publikation von mir aus der DAZ hier reingekommen ist, die hält einen Fehler. Das, dieses SLCO1B1, das Enzym, das für erhöhte Blutspiegel sorgt, wenn es Veränderungen in den Genen gibt, das ist dieser grüne Balken hier. Und das ist bei Simvastatin sehr stark ausgeprägt. Die Affinität oder die Empfindlichkeit auf dieses SLCO1B1
CO1-B1. Und das ist so stark, da können wir uns insofern darüber freuen, dass sogar das Arzneitelegramm sagt, da ist was dran. Und die FDA, also die amerikanische Arzneimittelbehörde, auch sagt, da ist was dran, da müssen wir nachgucken. Wie gesagt, es war dann auch eine Veränderung hier im Gen von SLCO1B1 und da das stark eine Rolle spielt, hat das eben gerade auch, obwohl das noch eine normale Dosierung war, keine Hochdosis, waren 40 Milligramm Simvastatin, hat das eben wohl die Probleme bei der Patientin gemacht. Umgestellt haben wir dann auf Fluvastatin. Und hier sehen Sie, also wie gesagt, grüner Balken ist SLCO1B1, da sehen Sie, der ist wesentlich kleiner. Und wenn Sie die Grafik nochmal gucken, das ist die Erhöhung der AOC, also der Area Under the Curve, um den Faktor. Das heißt, Sie haben, wenn Sie hier eine Veränderung haben, können Sie eine Erhöhung der AOC um über das Dreifache haben, Faktor 3. Da können Sie sich ja vorstellen, dass da die Blutspiegel ordentlich hochgehen und dass da natürlich dann die... Dass da die Nebenwirkungen an den Muskeln stark sind, kann man sich auch vorstellen. So, und hier ist das nicht 1,5 bei Fluvastatin. Das heißt, wir konnten der Patientin mit der Umstellung auf Fluvastatin hier helfen. Und der Cholesterin wurde schön gesenkt. Zumindest bei der Patientin war das ausreichend mit Fluvastatin. Und die Nebenwirkungen sind sozusagen weg. Sie hat keine Beschwerden mehr in der Muskulatur. Ich habe hier nochmal eine Grafik, wo das nochmal verdeutlicht ist, wie stark die... letztlich die AOC, das ist zwar jetzt im Moment nicht die AOC, aber das ist proportional erhöht ist, wenn dieses Problem auftritt. Bei zwei funktionstüchtigen Genen haben Sie praktisch ganz wenig Statin in der Peripherie, aber wenn dieses Gen nicht vorhanden ist, dieser Transporter nicht vorhanden ist, dann steigt das hoch und dann wirkt plötzlich das Statin an den Muskeln und das führt zu diesen Muskelschmerzen. Und wenn man sich das anschaut, das ist jetzt aus einer Publikation, ich weiß nicht, die Farben sind nicht besonders gut, aber dann sehen Sie, dass man beispielsweise in diesem Fall hier Simvastatin von 80 Milligramm auf 20 reduzieren müsste oder Fluvastatin geben kann, unabhängig von dem Genstatus, der hier vorliegt. Also das ist sehr, sehr rational. Ich kann sagen, ich habe ein ganz ähnliches Beispiel von einer sehr guten Freundin, die mich eines Tages angerufen hat und gesagt hat, ich brauche Statine, ist eine Apothekerin, ich brauche Statine, aber ich vertrage sie nicht. Hast du einen Tipp? Und dann habe ich gesagt, mach den Gentest und es war genau das Gleiche. Es kam wieder dieses Problem heraus, sie ist umgestellt worden und hat mir dann gesagt, also das war wirklich ein ganz wichtiger Hinweis, denn jetzt bin ich beschwerdefrei. Also was man dazu sagen muss, natürlich wäre das Problem möglicherweise auch gelöst worden mit einer Dosisreduktion. Nur ist natürlich, wenn ein Patient auf Sie zukommt und hat das Problem, da ist Simvastatin natürlich verbrannt. Wenn Sie dem dann Empfehlung geben oder dem Arzt die Empfehlung geben, nimm das Fluvastatin, dann fühlt man sich erstmal gut. Wenn Sie sagen, wenn der nachher sieht, wieder das Simvastatin, da wird er da nicht so ein gutes Gefühl bei haben. Also von daher wird sich für die Compliance dann auch besser, das Präparat zu wechseln. Ja. Dem Moment. Vielleicht erzähle ich Ihnen ein Beispiel. Ich bin jetzt nicht der typische Arzneimittelberater, möchte ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ich bin eher der Theoretiker. Aber hin und wieder wenden sich auch Patienten an mich und bitten mich sozusagen um Rat. Und ich zeige Ihnen jetzt sehr viel Text, aber das tue ich nur, um zu beweisen, dass das, was ich Ihnen jetzt sage, ein realer Fall ist, ein wirklich realer Fall. Und das war eine E-Mail, die ich bekommen habe ursprünglich, die lautet, ich habe gestern interessiert Ihrem Vortrag verfolgt, nochmals vielen Dank, es hat mir gut gefallen. Seine Ärztin, die mir hier geschrieben hat, das war ein Vortrag vor Ärzten. Ich denke darüber nach, ob ich bei mir eine Analyse zur Bestimmung von Medikamentenverträglichkeit veranlassen sollte. Ich bin selbst Ärztin und muss seit Jahren Herz-Kreislauf-Medikamente, Beta-Blocker, AT1-Blocker, Marcum-A nehmen. Ich denke, es wäre sinnvoll. Dann habe ich lange Zeit nichts mehr gehört von dieser Ärztin und dann schrieb sie mir eines Tages, dass sie unbedingt diesen Test braucht, weil es ihr schlecht geht, ihr wirklich schlecht geht. Und dann haben wir den Test machen lassen. Sie wollte sich unbedingt von mir beraten lassen, nicht von einer Apothekerin. Ich habe sie erst an einer Apotheke gewandt, aber das wollte sie nicht. Okay, dann habe ich gesagt, dann mache ich das.
Da schreibt sie mir: sehr geehrter Professor Dingermann, heute kann ich mich wieder persönlich bei Ihnen melden. Ich hatte zwischenzeitlich mit Ihrer Tochter gesprochen, die auch Ärztin ist. Es geht mir deutlich besser. Ich wage zu behaupten, dass Sie mich vor der Dialyse bewahrt haben. Ich habe in den letzten Tagen fast kein Urin mehr ausscheiden können, trotz hoher Dosen Diuretika. Das hat gut getan. Ich habe nicht weiter nachgefragt. Mehr wusste ich zunächst nicht. Aber sie hat dann mir sozusagen nochmal weitere Informationen gegeben. Zu meiner Vorgeschichte möchte ich Ihnen noch mitteilen, dass ich aufgrund einer genetischen Prädisposition 2008 einen Herzinfarkt erlitten habe. Seither sind die Blutwerte allerdings stabil, daher bin ich auf folgende Medikamente angewiesen. Und das waren die Medikamente. Das muss man sich mal anhören. Torazimid, Furosemid, Hydrochlorothiazid, Candesartan, Bisoprolol, Fenproconazol. Ich habe es gar nicht verstehen können. Und das war aber eine klinische Behandlung. Wie gesagt, der Patientin ging es nicht schlecht, da es mir im Moment nicht gut geht. Wenn ich auf die Wirkung der Medikamente ankomme, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mir sehr schnell ein Ergebnis liefern könnte. Das habe ich gemacht. Ich habe mich sofort hingesetzt. Ich hatte das Resultat schon. Und dann konnte ich ihr mitteilen, dass bei all diesen Medikamenten eigentlich kein Problem bestand, außer bei Bisoprolol, also bei diesen ganzen Diuretika, die hier verordnet waren und Fenproconazol, hatte sie keine Probleme. Bei Bisoprolol ein kleines Problem. Sie war langsamer Metabolisiererin für Typ-2D6. Bisoprolol wird so metabolisiert. Und ich habe ihr gesagt, Sie könnten überlegen, die Dosis zu reduzieren. Da schreibt sie: Ihre Aussage, dass ich Bisoprolol schlecht abbauen kann, hat mich dazu ermutigt, es ganz abzusetzen. Das ist gefährlich, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Aber es war eine Ärztin. Die Kardiologen in Halle waren strikt dagegen. Eine relative Überdosierung sei nicht möglich. Dann hätte ich auch eine Bradykardie. Schon 2 Tage nach der Aussetzung des Beta-Blockers ging es mir deutlich besser. Die Diurese ist wieder in Gang gekommen. Ich habe im Herzklinikum Leipzig einen Ansprechpartner gefunden, der mir bestätigt hat, dass Beta-Blocker durchaus auch Einfluss auf die Nierentätigkeit haben können. Das ist in der Tat unter Umständen so, dass Sie, wenn Sie einen Wirkstoff zu stark überdosieren, wenn er zu stark akkumuliert im System, dass Sie dann sowas bekommen wie eine Off-Target-Toxizität. Ja, dann wird plötzlich ein Beta-Blocker, geht dann auch an Alpha-Rezeptoren und solche Sachen. Und sie hat also jetzt hier einen Aussagversuch gemacht. Ihre Mail kam gerade noch zur rechten Zeit. Ich bin Ihnen zu großem Dank verpflichtet. Bevor ich jemals wieder ein Medikament neu einnehme, werde ich es testen. Nochmals vielen Dank. Das sind dramatische Geschichten. Ich muss Ihnen sagen, die Geschichte geht weiter. Ich bekam dann eine Mail von einem Arzt, der sich an mich gewendet hat und schrieb: also aktuell befindet sich Frau Dr. so und so aufgrund erheblicher Einschränkungen linksventrikulärer Herzfunktion in stationärer Behandlung bei uns und es wird aufgrund eines Nierenversagens dann doch in Erwägung gezogen einer Transplantation. Und der Arzt fragt jetzt, was muss ich beachten aufgrund dieser Analytik, die sie bei mir gemacht hat. Und ich kannte natürlich die Medikamente nicht. Er schrieb hier nur in der Peritransplantation oder irgendeine perioperative Betreuung und hat mir dann die Medikamente geschickt. Und diese Liste sah so aus: Bisoprolol, welcher Blocker wären ungefährlich? Cyclosporin verwenden wir häufig als Immunsuppressivum bei Herztransplantation. Bitte Empfehlung abgeben. Dioxin, bitte Empfehlung abgeben. Morphin, bitte Empfehlung abgeben. Protonenpumpenhemmer wie Pantoprazol, Omeprazol, bitte Empfehlung abgeben. Ribavirin, genau. Ribavirin, so, ja, das ist richtig. Bitte Empfehlung. Salbutamol, Verapamil. Und für alle diese Sachen hier bin ich durch die Liste gegangen. Ich kannte ja alle Medikamentenprobleme, die sie hatte. Und ich habe jetzt für alle diese Probleme dem behandelnden Arzt sozusagen prophylaktisch für den Fall einer Transplantation und dem Einsatz dieser Medikamente hier
Empfehlungen gegeben, die nicht dahin liefen, dass ich gesagt habe, Dosis um 50% reduzieren, sondern Angebote gemacht, etwa, also Dosis reduzieren vielleicht um 30-50% oder sowas. Hier Cyclosporin aufgrund inaktiver ABC1-Gene, das war eins ihrer Probleme, kann die Bioverfügbarkeit. Hier ist meines Erachtens zunächst kein Handlungsbedarf erforderlich, allerdings sollte man auf UAWs achten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sozusagen mehr Awareness bildet, die Arzneimitteltherapie einer solchen komplizierten Patientin noch deutlicher wahrnimmt, darauf achtet, kann ihr was passieren, ja oder nein. Und das gilt für Dioxin, für Morphin. Ich möchte nicht in alle Einzelheiten reingehen, aber das sind die Potenziale eines solchen Tests, dass sie tatsächlich im Falle der Notwendigkeit eines solchen Einsatzes Empfehlungen geben können. Zum Beispiel Ribavirin, es liegt eine Mutation in diesem Gen hier vor, die sich wahrscheinlich positiv auf die Therapie auswirken kann. Keine besonderen Maßnahmen erforderlich und so weiter. Und Salbutamol, Verapamil und so weiter. Und der Arzt hat dann massiv mit mir nochmal korrespondiert und hat sich wirklich bedankt. Er sagt, das haben wir noch nie gehört, dass es sowas gibt. Das war ein Klinik, also ein Transplanteur und Transplantateur und der also wirklich hier auch sehr viel offensichtlich dazugelassen hat. Gut, kann ich da mal einhaken? Ja, ist mir aufgefallen, sehr interessant. Es ist ja in Deutschland so, dass wir sehr viel Fenpro-Cumon einsetzen und das ist aus meiner Sicht nicht ganz richtig, weil in Amerika im angelsächsischen Raum setzt man mehr Warfarin ein. Es ist mit Sicherheit auch ein Vorteil bei so einer Polymedikation auf Warfarin zu gehen. Warfarin flutet schneller an, wird man auch schneller wieder los, hat weniger Interaktion als Fenpro-Cumon. Und genetisch ist interessant, dass beide zum Beispiel über die Stratifarm-Analyse analysiert werden können. Und alle Veränderungen, die genetisch vorkommen, führen letzten Endes dazu, dass es erhöhte Blutspiegel von Warfarin und Fenpro-Cumon gibt, letzten Endes einen erhöhten INR-Wert gibt und die Blutungsgefahr steigt. Wenn der Patient regelmäßig im Monitoring ist, man sollte ja mindestens einmal die Woche den INR-Wert messen, wird leider manchmal auch nur quartalsweise gemacht, dann ist es natürlich ein Wabonspiel. Wenn er regelmäßig im Monitoring ist, dann kann man das natürlich ganz gut einstellen, wobei die Einstellung mit Warfarin mit Sicherheit besser gelingt als mit Fenpro-Cumon. Aber wenn man dann schon so einen Gentest machen will oder hat quasi so eine Grundanalyse von Stratifarm, dann ist es sinnvoll, da sollten Sie mit Ihren Ärzten darüber sprechen, dass bevor dieses Medikament angesetzt wird, der Test gemacht wird. Wie gesagt, nachhinein können Sie es gut über INR-Wert monitoren und entsprechend einstellen, aber es gibt da Wahnsinnsüberraschungen. Wenn die genetische Veränderungen haben und Sie geben das in der Standarddosierung, wie man das so immer gemacht hat, dann kann Ihnen sein, dass nach 3-4 Tagen der Patient plötzlich hatte einmal so einen Fall, auf einen INR-Wert von 3 oder 4 ist und Sie nochmal ganz schnell zum Kühlschrank gehen und Vitamin K rausholen und Angst haben, dass der Patient vor der Apotheke nachher zusammenbricht. Und diese Überraschungen sparen Sie sich, wenn Sie vorher gucken, wie die genetische Disposition dafür ist. Mhm. Und dann kann man die Therapie von vornherein Probleme vermeiden. Das ist interessant. Es gibt mir ein Stichwort. Sie haben den Arzt, die Ärztin mit ins Spiel gebracht. An dieser Stelle würde ich Sie ganz gerne fragen. Ich habe das auch heute Morgen Frau Richling gefragt, die zu AMTS gesprochen hat hier. Wie ist Ihre Erfahrung in diesem Kontext Gentests, was Arzneimittelwirksamkeit und Verträglichkeit anbelangt, mit den Ärzten? Ja gut, wir haben natürlich Werbung gemacht und ich gehe dann zu den Ärzten einzeln hin und sage ihnen, für ihre Klientel wäre das und das interessant. In der Regel kommt dann schon, ja, wir haben das Problem, also zum Beispiel ein Chirurg, der bei uns Stent setzt in der Klinik, der sagt, ja, ab und zu geht das Stent immer zu und wir haben Patienten mit Clopidogrel und wissen nicht, warum der Stent zugeht. Das ist ja Clopidogrel, da kann gut sein, dass das nicht richtig wirkt. Das kann man genetisch herausfinden.
Und dann schickt er eben die Patienten, um von vornherein zu sehen, ob Clopidogrel das richtige Medikament ist und eben auch in welcher Dosierung. Andererseits ist es so, dass die Kardiologen halt immer wieder mit Statinen das Problem haben. Nun wollen die Kardiologen auch viel, die wollen den bestimmten LDL-Wert erreichen, einen bestimmten HDL-Wert und ein bestimmtes Gesamtcholesterin. Da wird jeder von ihnen eine andere Meinung zu haben, ob man die Daten erreichen muss. Aber der Kardiologe möchte diese Werte erreichen. Und da ist natürlich interessant zu sehen, mit welchem dieser Statine kann ich diese Werte erreichen. Bei so wenig Nebenwirkungen, dass es erstens nicht gefährlich für den Patienten wird und zweitens der Patient die Therapie auch akzeptiert. Wir machen das so, dass wir die dann Patienten in das Stratifarm-Programm hineinnehmen. Ich weiß nicht, ob Sie alle wissen, was das ist. Das Stratifarm-Programm wird einmal eine Genanalyse über die Mundschleimhaut bei der Humatrix gemacht und letzten Endes können Sie nachher alle Medikamente, die genetisch interessant sind, noch nach heutigem wissenschaftlichen Stand über diese Datenbank nachher beim Patienten abrufen. Das funktioniert dann bei uns so, dass der Arzt den Patienten wegen einer Fragestellung schickt, nehmen wir an, der schickt ihn wegen der Fragestellung Clopidogrel. Und dann sage ich dem Patienten und dem Arzt auch, pass auf, die Frage haben wir jetzt beantwortet. Also zum Beispiel, Clopidogrel wirkt nicht, wir müssen ein anderes nehmen, Prasugrel oder so etwas. Das wird dann auch umgesetzt und sagt dann aber auch, pass auf. Also beiden sage ich, passt auf, ihr habt jetzt die Möglichkeit, auch alles andere zu checken. Also wenn du hier als Klinikarzt, wenn der Patient jetzt wirklich doch mal das mit dem Herz-Kreislauf so dramatisch sein sollte, dass er dann doch mal einen Vitamin-K-Antagonisten braucht, dann denk bitte dran, dann gucken wir vorher nach, wie nachher der INR-Wert sozusagen sein wird, damit er direkt in die richtige Dosierung reinkommt. Letzten Endes führt das im Klinikbereich im Idealfall dazu, dass die Patienten kürzer liegen, wie Fallpauschalen, wenn ihr bezahlt, oder auch nicht wegen dem gleichen Sache wiederkommen. Auch das ist ein Problem in der Klinik. Ja, und über diese Geschiene, dass man letzten Endes Geld sparen kann, kann man sogar den Verwaltungsdirektor für sich gewinnen. Wie sieht das bei den Niedergelassenen aus? Ich meine, die Klinik ist die eine Sache, aber die meisten Kolleginnen und Kollegen sind ja, interagieren ja mit niedergelassenen Ärzten. Und ich glaube schon, dass das Argument ganz stark wiegt, wie bringe ich das dem Arzt bei? Der glaubt da nicht dran. Gut, ja, das ist wirklich, also bei den Allgemeinmedizinern, naja, ich hatte den letzten Allgemeinmediziner da und habe ihm gesagt, dass wir das machen. Der schickt nicht von sich aus Patienten, aber ich musste den vorbereiten, zu sagen, pass auf, da kommen Patienten irgendwann rein, die kommen vorher aus der Klinik oder sonst wohin und die legen dir dann so eine Analyse vor, weil man kriegt ja von Stratifarm dann natürlich eine Dosierungsempfehlung mit Analyse, damit er dann nicht nach hinten umkippt, soll er schon mal vorbereitet sein, dass er dann eine Empfehlung kriegt und dann muss er sehen, wie er damit umgeht. Aber man kann natürlich mich dann anrufen und wir können über die Sache sprechen, weil von anderen, von Fachärzten kommt da schon mehr. Von den Fachärzten, die bei uns jetzt direkt im Ärztehaus sind, im ambulanten Zentrum, wie wir das nennen, mit denen gehe ich direkt drauf zu und wir arbeiten wir dann zusammen. Da haben wir einen Gynäkologen, mit dem wir die Analysen auf Tamoxifen machen, bei Tamoxifen, ein Präparat, das verhindern soll, dass Brustkrebs wiederkommt. Ist es ja so, dass das bei einigen Patienten, die auf Typ 2D6 Pur-Metabolizer sind, dass es da nicht richtig wirken kann, weil die eigentliche Wirkung von Endoxifen nur in geringem Maße gebildet wird. Und ja, vielleicht haben Sie da so ein Bild von. Ja. Gut, da ist ja Tamoxifen, ja, genau. Also, dass es da nicht richtig wirken kann. Der Gynäkologe ist aber großer Fan von Tamoxifen, weil das die Patienten in allgemein guten Zustand bringt durch diese vielfältige hormonelle Wirkung, die es hat. Und deswegen gucken wir halt gemeinsam, ob das Tamoxifen da wirken kann oder ob es da Alternativen gibt. Ja, und dann, wenn der Patient dann diese Analyse hat, bietet sich natürlich an, bei einem neu verschriebenen Medikament dann auch die Analyse auf was anderes zu bekommen. Ich bin dann auch mal, war ja anfangs noch ganz naiv, wir haben zwei Urologen im Haus, bin auf die Urologen zugegangen und habe gesagt, so, jetzt schreibt mir mal alle Medikamente auf, die für euch interessant sind und wir gucken mal, ob wir was mit Genanalysen machen. Die haben die aufgeschrieben, da war nichts Interessantes dabei, die waren aber ganz stolz. Aber gesagt, gut, lassen wir das Thema für heute, da haben wir nichts. Sägepalmenextrakt, oder? Ja, genau, Sägepalmenextrakt. Aber ich gehe demnächst jetzt nochmal auf unseren Neurologen drauf zu. Sie kennen das alle. Sie haben eine Verordnung vom Antidepressivum. Vielleicht haben Sie eine Verordnung vom zweiten Antidepressivum. Und da kommen möglicherweise Neuroleptikum oder andere Medikamente dazu. Und dann blinkt Ihr Computer in der Apotheke. Dann zeigt er nämlich an, Interaktionen, QT-Zeitverlängerung, Torsades de Pointes, Arrhythmien,
bis im schlimmsten Fall Kammerflimmern, was ja dann eben tödlich enden kann. Dann gehen Sie, zumindest bei uns, so gehen Sie zu dem Neurologen hin und sagen, ja, jetzt haben wir zwei Medikamente, die beide das Herz schädigen können, beziehungsweise hier im schlimmsten Falle zu Kammerflimmern führen können. Was machen wir jetzt? Und dann zuckt er mit den Achseln und sagt, meistens geht das gut. So, das heißt, meistens geht das gut. Aber das ist ja auch bei den Wahrscheinlichkeiten immer schwer zu sagen, tritt ein Problem auf oder nicht. Aber es gibt ja verschiedene Faktoren, die dann dazu beitragen. Das eine ist die Interaktion, das andere ist aber die Genetik. Und je mehr Faktoren Sie ausschalten, je geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich Probleme nachher beim Patienten gibt. Und je eher kann dann auch der Arzt ein Medikament einsetzen, was er einsetzen will. Wenn Sie natürlich hier über die genetischen Faktoren, das geht auch über Typ 2D6, eine Erhöhung der Plasmaspiegel bei den Antidepressiva haben, dann haben Sie natürlich da schon eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit für dieses unerwünschte Arzneimittelereignis. Und wenn Sie es nicht haben, können Sie auch problemlos ein anderes Medikament mit draufsetzen. Ja. Also um das nochmal zu verdeutlichen, was Sie hier sehen, das sind äquieffektive Dosen von Antidepressiva oder von Psychopharmaka, möchte ich mal sagen. Der Normalfall ist diese zweite von links, von rechts Kurve, da wird komischerweise in dieser Publikation hier, das ist die Publikation mit 130% dosiert, aber das ist die normale Situation. Wenn Sie zu langsam metabolisieren können, weil eins dieser Zytochrom P450 Enzyme Typ 2D6 nicht vorhanden ist, dann müssen Sie schon auf 75% zurückgehen, und wenn beide Kopien nicht vorhanden sind, dann dürfen Sie nur noch 25% geben. Also das sind äquieffektive Dosen. Und es gibt auch den Fall, dass Sie ultraschnell metabolisieren, weil Sie nicht zwei Kopien haben, sondern bis zu 14 Kopien für dieses Gen. Und dann müssen Sie an die 200% dosieren, damit der Wirkstoff nicht zu schnell abgebaut wird und Sie unter einen Level einer therapeutischen Dosis geraten. Und wie kompliziert das ist, sein kann, gerade im Bereich der Psychiatrie, ist auch mir unter die Augen gekommen bei einer Patientin, die in der Tat sehr kompliziert war von der Ausstattung her. Sie war pur Metabolizer, also hatte keine Genkopie für dieses Typ 2D6. Aber sie war ultraschnelle Metabolisiererin für Typ 2C19. Und diese Antidepressiva sind notorisch abhängig von diesen beiden Enzymen. Und wenn Sie dann durch das Wirkungsspektrum gehen, das Sie einem depressiven oder einer depressiven Patientin geben können, dann wird es extrem kompliziert. Zum Beispiel für den vorliegenden Typ 2D6 Metabolisierungstyp pur Metabolizer, also keine Genkopie, kann nicht abgebaut werden, wird der Einsatz des Tricyclikums Nortriptylin nicht empfohlen. Die sollen dieses Medikament erst gar nicht kriegen. Es gibt ja andere. Falls das Tricyclikum Opiprazol eingesetzt werden soll, sollte die Therapie mit einer deutlich erniedrigten Anfangsdosis begonnen werden. Das sind Empfehlungen, die aus einem solchen Test herauskommen. Auch die Therapie mit einem tetrazyklischen Antidepressivum, hier sehen Sie Mitrazepim und so weiter, sollten bei vorliegenden Typ 2D6 Pur-Metabolizer mit einer deutlich erniedrigten Anfangsdosis begonnen werden. Umgekehrt, der Typ 2C19 Metabolismus, also wo Sie ganz schnell abbauen, weil Sie viel zu viel Enzym haben, der wird beim Einsatz des selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmers Escitalopram eine schrittweise Dosiserhöhung auf maximal 150% empfohlen. 100% reicht hier nicht aus, weil es zu schnell ausgeschieden wird. Sie müssen hier also stark über, das ist alles in der gleichen Patientin, das möchte ich nochmal betonen. Also Sie müssen hier für diesen Wirkstoff Escitalopram überdosieren, damit sie überhaupt eine Wirksamkeit erfahren kann. Oder umstellen auf Fluoxetin oder Paroxetin, wo dieses Problem nicht vorhanden ist. Ja? Oder
für den vorliegenden Typ 2D6 Metabolismus Pur-Metabolizer beim SSRI Fluoxetin und Fluvoxamine die Therapie mit einer deutlich erniedrigten Dosis zu beginnen. Also Sie sehen, es kann hier ganz komplexe Sachen geben, die es eben erklären auch, weshalb es unter Umständen so lange dauert, bis eine Patientin oder ein Patient, die an einer schweren Depression leidet, richtig eingestellt ist. Es gibt große Studien, die zeigen, dass das im Durchschnitt ein Jahr dauert, bis ein solcher Patient das richtige Medikament oder die richtige Medikamentenkombination in der richtigen Dosis bekommt. Und hier helfen solche Gentests, weil sie ganz anders rangehen können. Sie müssen nicht den Patienten sozusagen titrieren aus dem Nichts heraus, sondern sie titrieren aus einem rationalen, von einem rationalen Punkt aus und optimieren von da aus die Therapie, indem sie mit unterschiedlichen Wirkstoffen agieren und mit unterschiedlichen Dosen. Darf ich hier nochmal einhaken? Ja, das ist sehr interessant, wenn Sie einmal die genetischen Analysen haben, dann ist das irgendwie die andere Seite der Medaille von den Interaktionen, die mit denen Sie alle zu tun haben und die Sie checken. Ich habe dann die Folie vor dem Vortrag gesehen, habe ich direkt zu Professor Dinger gesagt, ja, gucken Sie mal hier, wenn Sie die Patientin nachher Fluoxetin oder Fluvoxamin empfehlen, dann muss man natürlich gucken, ob das nicht zufällig eine Tamoxifen-Patientin ist. In dem Alter könnte das sein, weil die beiden Hemmstoffe von CYP2, D6 und das Tamoxifen kann dann seine Wirkung nicht mehr entfalten. Also hier sehen Sie, Sie nehmen diese Ergebnisse und machen dann parallel, und das passt gut dazu, auch die Interaktionschecks. Und es ist natürlich so, dass der Neurologe, von dem ich eben sprach, ein zweites Antidepressivum ansetzt, weil das erste Antidepressivum seine Wirkung nicht richtig entfaltet hat. Wenn wir eine klare Analyse haben, ob das seine Wirkung entfalten kann oder nicht, dann kann man es, wenn es seine Wirkung fast gar nicht entfalten kann, kann man es weglassen, sowieso eine andere Therapie machen. Aber Sie haben da nicht eine Innenweltverschmutzung. Sie geben nicht ständig ein Medikament, das möglicherweise gar nicht wirkt. Und man kann die Therapie von vornherein besser zuschneiden. Letzten Endes verringert das, also erhöht die Compliance, verringert aber auch das Risiko von Nebenwirkungen. Ich hatte ja eben schon gesagt, bei mehreren Medikamenten von ähnlichem Typ sind die Risiko für Arrhythmien doch relativ groß. Und bei einem Medikament ist es natürlich deutlich niedriger. Also, ich brauche ein Medikament, das wirkt. Und wenn ich das schon von vornherein sagen kann, bin ich da schon auf der besseren Seite. Sie alle kennen das Problem, 18 Medikamente von Patienten, gerade in Heimen und so weiter. Wir müssen, das ist jetzt auch eine politische Aussage, wir müssen da runterkommen. Wir müssen wissen, ob die Medikamente ihre Wirkung entfalten. Wir müssen wissen, welche Wechselwirkungen wir haben, welche Nebenwirkungen die haben. Wir können das bei diesen vielen Medikamenten, hat man die Arzneimitteltherapie kaum noch sicher im Griff. Der schlimmste Fall aus dem Altenheim, den kenne ich, da hatte jemand 10 Wirkstoffe, verschiedene Wirkstoffe gehabt, der Patientin ging schlecht, dann hat man einen Radikalschnitt gemacht, alles abgesetzt, dann ging es der Patientin erstmal gut. Und das ist natürlich etwas, das so natürlich auch ein Radikal ist, auch gefährlich ist, wie Herr Professor Dingermann das eben bei dem Beta-Blocker, der herzschützend auch ist, gesagt hat, das kann auch gefährlich sein. Das heißt, die Alternative ist nicht alles absetzen, die Alternative ist, über die Gentests zu gucken, was wirkt und in welcher Dosierung wird es vertragen. Wir könnten noch stundenlang reden, aber wir würden das Programm hier sprengen. Meine Damen und Herren, Sie sehen, Pharmazie ist um eine Facette reicher geworden, so würde ich das sagen. Ich glaube, dem würden Sie zustimmen, Herr Schleicher, aus der Praxis heraus. Und wenn Sie sich dafür interessieren, wir stehen zur Verfügung. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit.